Das will ich nicht verschwenden. Schaut mal, Jimmy. Hallöchen, Jimmy. Wie geht's dem Kleinen? Der Arzt hat gesagt, dass ein Sturz aus großer Höhe für jemanden, der am Tourette-Syndrom im Endstadium leidet, das Allerschlimmste ist. Wir tun, was wir können. Ich gebe dir alles, was ich habe, Doc. In meinem Leben habe ich viele Dummheiten gemacht, aber Timmy ist unschuldig. Timmy. Wie geht's dir so, Timmy? Ist das ein Engel? Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Er beginnt zu halluzinieren und das Tourette-Syndrom wird schlimmer. Was ist das, Petrus? Na klar, ich würde gern mit dir spielen. Oh nein, Timmy. Das will ich nicht verschwenden. Was ist hier los? Wir haben ein Notlazarett eingerichtet, um die Ratten zu versorgen, die bei dem kürzlichen Roboterangriff verletzt wurden. Ich brauche 20 Milligramm Natriumglutamat. Sofort. Wieso ist denn nur eine Ratte hier? Wir sind offenbar keine begnadeten Mediziner. Eigentlich ist es eher zum Weinen. Bis bald, Zack. Schön brav bleiben. Das will ich nicht verschwenden. Nein. Nee. Oh nein. Der Tod ist irgendwie lästig, nicht? Hey! Wir können ihm, glaube ich, nicht helfen. Jimmys persönliche Akte. Er war ein sehr, sehr böser Junge. Harry, wie bist du so schnell hier raufgekommen? Jungs, ich bin allgegenwärtig. Nicht so laut. Diese Sterblichen können mich weder sehen noch hören. Bitte, lieber Tod, du darfst Timmy nicht mitnehmen. Er hat niemandem was zuleide getan. Ach, verdammt. Von wegen. Was machst du hier oben? Ich lauere. Das gehört zu meinem Job. Du wärst doch wohl nicht so grausam, den armen Timmy mitzunehmen, oder? Seht euch den Kleinen doch an! Er hat die Lebenserwartung einer Tomate in einer Messerwerbung. Herzloses Scheusal! Darf ich zusehen? Ich weiß gar nicht, wieso alle sich so aufregen. Er wird an einen besseren Ort als den hier kommen. Na, das lässt ja wohl noch viele Möglichkeiten offen. Den Himmel, Dumpfbacke! Timmy scheint doch ein recht netter Junge zu sein. Wieso lässt du ihn nicht in Ruhe? Das liegt nicht in meiner Hand. Er könnte jeden Moment den Abgang machen. Aber keine Angst, ein Junge mit seinem Leumund wird definitiv in den Himmel kommen. Wie läuft das Sterbegeschäft? Da ist endlich ein bisschen Ruhe eingekehrt, jetzt wo die Ratten abgezogen sind. Aber es wäre einfacher, wenn ich mich nicht mit jedem Tod selbst befassen müsste. Ein Assistent oder Partner würde wirklich helfen. Sam? Ja, das würde man meinen. Max? Du musst dich um jeden kümmern, der stirbt, ganz alleine? Oh, so schlimm ist es auch wieder nicht. Meine Reisekosten werden bezahlt. Max wäre doch der perfekte Kumpel. Bleib locker, Harry. Max, kleiner Mann, wie machen wir dich zum Tod? Nö, vielleicht brauche ich später einen kleinen Imbiss. Was? Ach so, der meint den Kuchen, nicht Timmy. Die behalte ich. Ja. Also die wollen echt das Nitro nicht, ne? Die behalte ich. Vielleicht können wir den DeSoto selber tunen. Warte. Aber wie? Kann ich nicht. Der DeSoto ist tot. Der kann nicht tot sein. Vergiss es. Der ist nämlich in der Hölle und da ist er irgendwie nicht so tot. Wartet mal nochmal. Könnt ihr den DeSoto nicht tunen?
Das Nitro-Geschwindigkeitstuning ist nur für Fahrzeuge in funktionstüchtigem Zustand gedacht. Es tut uns leid, aber euer Gefährt ist völlig hinüber. Habt ihr an irgendwelchen neuen realitätsüberbietenden Spielen gearbeitet? Es tut mir leid, wir haben zu viel damit zu tun, uns um die Kranken und Schwachen zu kümmern. Sogar mein Münzschlitz tut weh. Oh. Komm später nochmal vorbei. Bis bald, Zack. Schön brav bleiben. Ja, Freunde, hier ist nicht viel. Sybil und Jürgens Monster gibt's noch, aber sonst... Ja, Mama Bosco, aber die bringt uns auch nicht weiter. Nochmal zu Sybil. Sybil und Jürgens Monster. Die behalte ich. Das will ich nicht verschwenden. Bin immer noch überfragt, Freunde. Keine Chance. Nein. Hey, wartet mal. Ganz blöde Idee. Danke. Jetzt kommt der Tod ja hierher, ne? Schon wieder. Wenn wir uns beeilen, vielleicht können wir dann Timmy retten. Timmy! Willkommen! Timmy! Bis bald! Schön! Timmy! Sei stark, Timmy! Macht euch keine Sorgen! Ich fühle mich, als sei ich in Licht getaucht und als schwebte ich auf einer Wolke aus Aus was? Das will ich nicht verschwenden. Das ist die persönliche Akte von Timmy Zweizahn. Anscheinend hat er ein ziemlich sündenfreies Leben geführt. Ich wusste immer, dass der Kleine nur große Töne spuckt. Können wir die vertauschen? Es ist zu deinem eigenen Wohl, Kleiner. Wird die Grabrede interessanter machen. Was hast du gemacht? Gib mir das zurück! Beruhige dich, Timmy. Die Ärzte sagen, wenn du dich aufregst... Diese haben meine gestohlen! Nein! Timmy! Ach, endlich! Ein ganz normaler Tod! Timmy! Lass mich nur schnell einen Blick in die Akte werfen. Dann können wir gleich in Richtung Him... Oh. Ist das wirklich die Akte von dem Kleinen? Harry, bitte! Du kannst doch nicht von uns erwarten, dass wir deinen Job machen. Ich hätte schwören können, dass sie dünner war. Das Kind muss auf seinem Totenbett richtig losgelegt haben. Das hättest du sehen sollen. Es war, als hätte man jeden einzelnen Brief, der je an Hot Bunny geschrieben wurde, zu einem orgiastischen Amoklauf kombiniert. Na gut, er kann mir ja auf dem Weg zur Hölle davon erzählen. Bis später. Timmy! Nein! Wie geht's denn so, Jimmy? Ich kann nur sagen, Timmy hätte es so gewollt. Er ist jetzt an einem besseren Ort. War nur Spaß. Er ist in der Hölle. Sam, wie kannst du das nur tun? Oh, wir haben Timmy umgebracht. Ich könnte heulen. Ohne Scheiß, ich heul gleich. Oh, Timmy. Oh nein, wir haben Timmy umgebracht. Huch, fass das nicht an. Das ist heißer als eine Stromschiene zur Stoßzeit. Wir haben Timmy umgebracht. Timmy ist tot. Wir haben Bosco umgebracht. Wir haben Timmy umgebracht. Wir haben Opa Sticky umgebracht. Wir haben alle umgebracht. Oh, ist mir schlecht. Wir haben alle umgebracht, Freunde. Unser hündisches Leben hat keinen Sinn mehr. Das ist eine Liste von Schimpfwörtern. Und? Okay.
Der spielt noch Minesweeper. Da hinten ist Herr Flossi. Neuen Kaffee oder so? Nee, ne? So sollte man die Kanne nicht füllen. Nee, ich bin echt überfragt so ein bisschen. Der einzige Ort hier, an dem Raumtemperatur herrscht. Wir müssen schon irgendwas hier machen, denke ich. Ach, Jimmy. Es könnte der 6. Platz hier sein. Nee. Oh Gott, wo ist Timmy hingekommen? Oh Mann. Warte mal, vielleicht ist er jetzt auch in der Kopfshow. Oh, Timmy. Timmy. Bist du da? Ja! Die Ratten mögt Stinkys Essen wirklich? Oh nein, nein. Es schmeckt wie Tyrone. Ups. Wie? Naja, ihr wisst schon. Aber wir können nicht widerstehen. Stinky ist ein Genie. Wisst ihr, Stinkys Kochkunst spricht die Ratte in uns allen an. Timmy! Hallöchen, Timmy. Hat deine Seele jetzt endlich Frieden gefunden? Nein, ich habe keinen Frieden gefunden, Mr. Max. Ich bin aus dem Häuschen, weil ich mit so einem Genie auf der Bühne stehen darf. Wie bitte? Okay, jetzt ist was Rainer... Was macht der da? Krieg dich ein, Kleiner. Hast du ihre... eine Nussrolle mit gequirlter... probiert? Einsame Spitze. Ach du Schande. Oh nein. Und der Duft erst. Das ist wie... mit nem... Ich kann das einfach nicht zulassen. Diese Show ist gestorben. Ja! Wir haben Opa Stinky gerettet. Das war aufregend. Danke, Timmy. Was? Gecancelt? Du bist endlich frei, Opa Stinky. Zu sehen, wie ihr alles verwehrt wird, wie sie leiden muss, so wie ich gelitten habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt so glücklich war. Ja. War das jetzt ein Happy End oder nicht? Kann ich auch nie sagen. Oh Gott. Timmy hat Opa Stinky gerettet. Ja, seine Seele. Ich sollte wohl dankbar sein. Aber das bin ich nicht. Bis ihr Schurken die Rechte an meiner Seele erwerbt, kann ich hier nicht weg. Okay. Der schwebt jetzt hier oben. Okay. Also, Kochshow ist erledigt. Tja, Freunde, wie wär's mit dem DeSoto und dem Nitro irgendwie? Das sollte dem DeSoto einen kleinen Moralschub verleihen. Ja, geht doch. Wow, der Behälter ist einfach auf die perfekte Größe geschrumpft, als ich ihn reingesteckt habe. Das nenne ich Effizienz. Passt auf, den befreien wir nämlich als nächstes. Ab geht's, DeSoto! Warum denn so lahm, Opa? Leg einen Zahn zu! Schneller geht's nicht, kleiner Freund. Wir sind in der Hölle! Nitro! Juhu! Woo! Yeehaw! Huch! Anscheinend stecken Sam und Max schon wieder in der Klemme. Mal sehen, was passiert, wenn Boscos Dämonen das hier zu schmecken kriegen. Ach, die hängen zusammen, die Welten. Das ist mal was anderes. So viel kann ich euch sagen. Ich bin beeindruckt. Und entzückt. Ich kann einfach nicht wegsehen. Oh mein Gott! Ich werde nicht beobachtet! Ich bin frei! Los, Bosco, lass uns Simsalabim oder Abracadabra verschwinden. Was auch immer schneller ist. Simsalabim! Ja, und den DeSoto auch noch. Wir alles klar, Jungs. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Hm. Tatsächlich? Aber meine Seele gehört immer noch diesem Satan-Typen. Ich werde hier chillen, bis ihr das mit ihm regelt. In der Hölle chillen. Das, ja, das ist gut.
So, jetzt müssen wir irgendwie noch Santa und vor allem den kleinen Kerl hier retten. Und ich glaube eigentlich, dass uns Santa dabei helfen könnte. Stinkys Baby, Alter. Ich glaube nicht, dass irgendwer an Stinkys frühen Jahren interessiert ist. Vergiss es. Die behalte ich. Brauche. Vielleicht müssen wir verhindern, dass die Maschine die wieder ausspuckt. Das weckt schmerzhafte Erinnerungen daran, wie Santa überhaupt hierher gekommen ist. Ich weiß nicht, wie man den bedient. Auf allen Computern in der Hölle läuft Linux. Oh nein! Das muss eine dieser Rex Skirmish-Puppen sein. Mach, was du willst, Dr. Ekel! Rex Skirmish wirst du niemals töten! Das muss ein... Ja, nimm Mach, die halt! Mach, was du willst, Dr. Ekel! Kannst du die nicht nehmen, Sam? Nee, nee. Kettensäge, Pfannenwender, Handtasche und Liste. Das sind seine Waffen. Das ist eines der wenigen. Schauen wir doch nochmal zum Elf. Vielleicht kann uns die Puppe helfen, die Babys loszuwerden. Das könnte so rum auch funktionieren. Kleiner Elf? Hallo, Mr. Elf. Warte mal. Vielleicht... Ich glaube nicht, dass irgendwer an Stinkys frühen Jahren interessiert ist. Könnte eine Stinky-Puppe bauen. Oh, ich hab's kapiert. Das sind die Spielzeuge, die aus Santas Loch rauskommen. Sozusagen. Hallo, Mr. Elf. Wir helfen dir mit... Also? Ein muskulöser, nackter Oberkörper mit einem... Fertig, dann... Eine mit Biodiesel angetriebene Kette. Das kann ich geben. Er hat stark ätzendes Nahrungs... Okay. Es ist die Rex-Körmisch-Puppe mit Musketten und... Hallo, Mr. Wir- also? Eine Kevlar-Schocktrooper-Weste. Fertig. Kettensäge, oder? Einmal Götter. Das geben. Sein. Okay, schau mal, vielleicht können wir ja jetzt die Puppe nehmen. Ich weiß auch nicht. Panzerung ist was für Schwächlinge. Okay. Hallo, Mr. F. Wir. Also? Dann der Kommandostil, oder? Panzerung ist für Schwächlinge. Pfannwender? Allgott. Das geben. Und Mundgeruch. Das ist die Rex-Körmisch-Puppe mit muskulös, ein Mark und Krupp. Was Max uns damit sagen will? Bin nicht sicher.
Oder vielleicht müssen wir sie so machen, dass sie eben nicht mehr gefährlich ist. Aber das haben wir ja eigentlich auch schon probiert. Das muss eine dieser Rex Skirmish-Puppen sein. Mach, was du willst, Dr. Ekel! Rex Skirmish wirst du niemals töten! Sie haben mich erwischt, Sanchez! Du musst ohne mich weiter! Der Schuss ist glatt durchgegangen, hat aber nichts genützt. Sie haben mich ab... Okay, jetzt müssen wir mal nachdenken. Pass auf, wir können auf das Ding schießen. Wir können auf das Ding schießen. Also unser Lochpaket ist nicht da. Hallo, Mister. Wir... Also... Das geben. Verdauungs... Ah, die Säure statt Blut, Freunde. Die Säure statt ich Blut. Ich finde, Rex Skirmish sollte mir ähnlicher sehen. Nein. Ja. Okay, wir sind auf der richtigen Spur, Freunde.